Die zweite TVF-Nachschussausgabe zur Wintervorbereitung steht an. Zu der sagen wir euch deswegen auch Hallo vom Kunststraßenplatz hier in Spießen. Herzliche Grüße vom Gensberg. Jetzt kennen die Gäste nicht nur Elversberg, jetzt kennen sie auch den zweiten Teil unserer Gemeinde. Und die Gäste kennen wir auch. Das ist nämlich der FC Rot-Weiß Koblenz, Konkurrent aus der Regionalliga Südwest. Das letzte Aufeinandertreffen ist noch gar nicht so lange her. Da hieß es 2:0 für unsere SVE. Heute sind ein paar Treffer mehr gefallen aus Sicht unserer Elf. 7:0 hieß es, heißt es nach 90 Minuten. Der Trainer war natürlich zufrieden. Auch der Torschütze, einer der Torschützen, war zufrieden. Mit denen hat sich Till Hust unterhalten. Waldrin Mustafa und natürlich unser Cheftrainer Horst Steffen stehen jetzt vor der TVF-Kamera. Viel Spaß für euch. Horst, Wiedersehen macht Freude. Noch gar nicht lange ist es her, da hat die Elf in Koblenz gespielt, nämlich vor 3-4 Wochen erst. Jetzt zweites Testspiel, 7:0 gewonnen. Damals war es ein 2:0, heute verdienter Sieg. Wie hast du den zweiten Test erlebt? Ja, wir haben es allgemein ganz gut gespielt. Fand ich, erste Halbzeit haben wir das 1:0 gemacht, wo der Torwart ein bisschen mitgeholfen hat. Dann haben wir einen tollen Freistoß von Eros an die Latte. Standards sind wir nicht schlecht unterwegs gerade. Haben dann noch ein Kopfballtor durch Schnelli gemacht. Allgemein einfach dann ordentlich den Ball laufen lassen. Schon eine Gegenwehr gehabt vom Gegner, die gut war, wo wir richtig arbeiten mussten. Hatten ein paar Fehlpässe zu viel erste Halbzeit, die so einfach waren, die nicht notwendig waren, und zweite Halbzeit haben wir dann nochmal Gas gegeben, viel gewechselt und trotzdem Spielfluss gehabt und schöne Tore gemacht. War dann weniger Gegenwehr in der zweiten Halbzeit von Koblenz, muss man auch sagen, aber insgesamt natürlich gegen direkten Konkurrenten, der auch sicherlich was kann, 7:0 zu gewinnen, war ein gutes Ergebnis. Die Jungs waren engagiert und fleißig unterwegs und deshalb war ich sehr froh, dass auch alle gesund geblieben sind, ist noch ein weiterer Aspekt, der mich zufrieden stimmt. Die Vorbereitung, wir haben es gesagt, hat ja verschiedene Testspiele, verschiedene Gegner. Ist dann trotzdem auch, wie du sagst, interessant, jetzt gegen einen Ligakonkurrenten zu testen, gegen den man ja nicht mehr spielt? Ja, es ist absolut so, dass es nicht ein Abbild gibt mit luxemburgischen Mannschaften oder Oberligamannschaften oder Zweitligamannschaften, die wir da möglicherweise haben. Das ist anders, wenn man gegen einen direkten Konkurrenten aus der Liga spielt, der, wie gesagt, auch schon was kann und uns im Dezember auch große Probleme bereitet hat. Deshalb, bin ich froh, dass wir so einen Gegner hatten, dass wir spielen konnten gegeneinander, dass alles fair ablief. Und der Kunstrasen hat uns vielleicht auch ein bisschen gut getan. Wir konnten sehr flüssig Aktionen starten und gut miteinander kombinieren. Das kam uns dann vielleicht sogar eher zugute heute. Es war die zweite Woche. Läuft nach wie vor alles nach deiner Zufriedenheit? Ja, die zweite Woche war vom Training her schon auch mit der einen oder anderen Korrektur mehr, wo ich dann nicht ganz so zufrieden war von Abläufen, von Dingen, die wir trainiert haben. War auch klar vielleicht, dass die erste Woche, die heftig war und wo noch sehr viel Motivation wieder nach dem Urlaub da war, dass die zweite Woche mit schweren Beinen vielleicht ein bisschen schwieriger wird, die Dinge so umzusetzen, war klar. War aber auch so, und deshalb bin ich umso froher, dass das Testspiel dann deutlich besser lief als die Trainingswoche. Dann aufhören, Woche 3. Vielen Dank. Danke. Ja, Waldi, vor wenigen Tagen waren wir ja in Luxemburg und dann kam Felle nach dem Spiel auf uns zu und hat gesagt, zeitnah sollen wir dich gerne mal wieder ins Interview nehmen. Du kannst uns bestimmt aufklären, warum er das denn unbedingt wollte. Nee, eigentlich nicht, aber da muss ich auf jeden Fall mal nachhören, warum er das gesagt hat. Und dann haben wir bestimmt eine Antwort. Klang jedenfalls nach seinem innerlichen Wunsch. Trotzdem heute Glückwunsch nochmal zum Sieg gegen deinen Ex-Verein, gegen Rot-Weiß Koblenz. Am Ende 7:0, du hast auch getroffen. Sehr guter Test heute, oder? Ja, ich denke schon. Ne? Wir hatten eine sehr gute Woche diesmal und dass wir es noch mit einem Testspiel gut krönen können, ist auf jeden Fall optimal für uns. Du hast jetzt die beiden ersten Testspiele erlebt, auch die erste Trainingswoche, die ja auch intensiv gelaufen war. Wie hast du diese Woche jetzt insgesamt erlebt? Ja, gut. Ne? Wir haben auch ein paar Laufeinheiten gehabt und so. Und gutes Training auf jeden Fall. Zwar jetzt nicht gut wegen des Wetters, weil die Plätze nicht gut bespielbar sind. Aber wir versuchen auf jeden Fall immer das Beste zu machen und einfach alle Gas zu geben. Hast du auch das Gefühl, dass die Mannschaft gut aus dem Winter rausgekommen ist? Ja, sehr gut, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir alle gut dabei sind und alle sind fokussiert auf unser Ziel. Und ich denke, dass wir jetzt einfach weiterhin Gas geben, damit wir bereit sind für das erste Rückrundenspiel wieder. Wie war es heute gegen die Ex-Kollegen? Ja, gut. Ne? Wir haben ja vor, ich weiß nicht, 3 Wochen, 4 Wochen haben wir das letzte Mal wieder gespielt in Koblenz. Und es war wieder schön, hier das Trainerteam zu sehen und ein paar Jungs wieder. Also ich freue mich immer wieder, gegen die zu spielen. Super, danke dir. Danke.